Die meisten der indischen Städte sind Asthma. Einfach einatmen und ausatmen. Mindestens so viel Vergnügen verdient jeder Mensch, nicht wahr? Bei vielen Menschen, die wir gesehen haben, ist ihr Asthma zu 100% verschwunden. Namaskaram, Sadhguru. Ich habe mein Asthma lange Zeit mit Medikamenten behandelt. Was kann ich tun, um Asthma zu beseitigen oder zumindest zu lindern? Die meisten der indischen Städte sind Asthma. Falls du in Delhi bist, das ist der einzige Ort, wo man die Luft sehen kann. Das ist schön, etwas so Lebenswichtiges, man kann es sehen. Schau, es ist so dick, dass man es sehen kann. Wenn du bereits ein Problem hast, ist eine Stadt nicht der richtige Ort für dich. Es ist Zeit, zumindest aufs Land zu ziehen. Oh, but what do I do? I have a job. Oh, aber was soll ich machen? Ich habe einen Job. What do you do with the job if you're wheezing morning, evening? Was machst du mit einem Job, wenn du morgens und abends keuchst? Etwas weniger Geld auf dem Dorf? Gut zu atmen ist besser, meiner Meinung nach. Zumindest leichtes Atmen muss geschehen, wenn schon nichts anderes, nicht wahr? So viel Vergnügen sollte ein Mensch haben. Einfach einatmen und ausatmen. Mindestens so viel Vergnügen verdient jeder Mensch, nicht wahr? Aber unglücklicherweise passiert das in allen Großstädten. Es fällt schwer zu atmen. Du wirst sehen, wenn du an einem Ort lebst, wo es frische Luft gibt, werden 25-30% deines Asthmas zurückgehen. Sobald wir das äußere Problem beseitigt haben, wird der Umgang mit dem inneren Problem zu einer Möglichkeit. Menschliche Krankheiten sind von zweierlei Art. Es gibt infektiöse Krankheiten und chronische Erkrankungen. Infektionskrankheiten widerfahren dem Körper, weil ein externer Organismus in das System eindringt und bestimmte Probleme verursacht, die mit Medikamenten behandelt werden müssen. Aber chronische Erkrankungen, was es bedeutet, ist, dass unser eigener Körper das Problem erzeugt. Die Krankheit wird im System hergestellt. Weil das Problem von innen heraus erzeugt wird, ist es sehr wichtig, dass dafür eine innere Lösung gefunden wird. Beim Inner Engineering-Prozess geht es genau darum, dass man Zugang zu dieser tiefsten Dimension von Intelligenz und Kompetenz in uns findet, die in der Lage ist, diesen Körper zu erzeugen. Zu denken und zu verstehen, dass es für alle Probleme, die ich habe, eine äußere Ursache und eine äußere Lösung gibt, ist eine sehr törichte Art, den ganzen Prozess anzugehen. Denn Erkrankungen, chronische Erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzkrankheiten, Asthma, Allergien, Fettleibigkeit, Essstörungen und viele dieser Arten, die alle im Grunde von innen heraus erzeugt werden, all diese Dinge können von innen heraus behoben werden, wenn wir nur bereit sind, der innersten Dimension dessen, was wir sind, ein gewisses Maß an Aufmerksamkeit zu schenken. Wenn du Milchprodukte absetzt, wirst du sehen, bei vielen Menschen haben wir gesehen, dass 100% ihres Asthmas nur auf den Konsum von Milchprodukten zurückzuführen ist. Wenn sie Milchprodukte weglassen, ist das Asthma weg. Für eine große Anzahl von Menschen liegt das Problem zumindest 50% bei den Milchprodukten. Wenn man das wegnimmt, wird es um 50% weniger. Die verbleibenden 50% könnten leicht behandelt werden. Milch und Milchprodukte und Schleimhautprobleme können nicht zusammenkommen. Sie verschlimmern diese Probleme sehr.
Solche Menschen sollten Bananen, Jackfrüchte und gekochte rote Beete meiden. Sie können rohe rote Beete essen, aber gekochte rote Beete ist stark schleimbildend. Eine weitere Substanz, die bei täglichem Verzehr sehr gut für dich sein kann, ist Honig. Honig ist die einzige auf dem Planeten vorkommende Substanz, die an chemischer Zusammensetzung der des menschlichen Blutes sehr ähnlich ist. Wenn man ein paar Dinge ändert, ist es fast wie Blut. Der tägliche Verzehr von Honig kann sehr viel für deine Gesundheit tun, vor allem bei Menschen, die Probleme mit übermäßigem Schleim haben.